Heute, was geht ab, Leute? Hunger. Und zwar mit dem Video, wie man Mio bekommt. Ihr wisst ja, es gibt 8 Spezialforschungen. Ich bin bei 2 von 8. Und wenn du alle 8 hast, dann kriegst du Mio. Und das hat nichts mit den Stempeln zu tun. Das heißt, theoretisch könnte heute bereits das erfüllt werden und Mio gefangen werden. Und ich wette, das machen auch ein paar. Gibt sicher genug Verrückte, die das heute bereits schaffen. Aber wir schauen mal durch, was man alles machen muss. Dann sehen wir, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist und unmachbar an einem Tag. So, Aufgabe Nummer 1. Man kriegt 10 Superbälle, einen Inkubator, 3 Lockmodule. Man muss 5 Stops drehen, 10 Pokémon fangen, 5 Pokémon verschicken. Kein Problem, haben wir gestern Abend geschafft. Video ist unten in der Beschreibung, check das ab. Aufgabe Nummer 2. Du kriegst 2000 Sternstaub. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die das mit einkalkuliert haben, dass gerade Doppel Sternstopp ist. Aber egal, dreimal Rauch und 20 Superbälle. Okay. Und da scheitere ich gerade momentan. 3 Eier brüten, was momentan kein Problem ist, weil wir nur 2 Kilometer Eier haben. Da habe ich, glaube ich, eineinhalb. Den einen habe ich jetzt gleich fertig noch. Und da brauche ich noch einen. 10-mal Great werfen. Habe ich auch geschafft. Und 2 Bonbons durch dein Buddy erlaufen. Was halt ein kleines Problem für mich war, weil ich gerade mit Mewtwo laufe. Und ich hatte schon irgendwie so 15 Kilometer. Die wollte ich jetzt nicht wegwerfen. Deswegen laufe ich mit Mewtwo noch zu Ende. Und dann kann man einfach ganz leicht auf irgendeinen wechseln, der 1 Kilometer nur braucht. Wie zum Beispiel Kleinstein. Und dann kann man da ganz leicht die Aufgabe erfüllen. Nummer 3. Man kriegt ein Ladeterm, ein Sofort-TM und 2 Sternstücke. Dafür muss man 2 Raid-Kämpfe machen. Ich habe ein Video, entweder schon hochgeladen oder ich werde es noch hochladen, wo die ganzen Quests und Forschungen genauer erklärt werden. Und da werde ich zum Beispiel auch sagen, dass Raid-Kämpfe, da muss man den Raid-Boss nicht mal besiegen. Das heißt, wenn du 2 erfüllen musst, also 2 Raid-Kämpfe, kannst du auch einfach rein, die Zeit ablaufen lassen, also verlieren und dann nochmal rein und dann mit einem Raid 2 Raid-Kämpfe bestritten haben. So ein kleiner Tipp. Aber wie gesagt, das Video entweder schon online, dann Link unten in der Beschreibung, oder es kommt noch. Kämpfe in einer Arena zweimal und erreiche Level 15. Wenn du schon Level 15 bist, dann ist das automatisch erledigt. Oder 15 oder höher natürlich. Viertens, 4000 Sternstaub, 3 Lappenmodule, 20 Pokébälle, Superbälle meine ich. Die Kanto-Medaille auf Silber, wie gesagt, wenn du die bereits hast, automatisch erledigt. Entwickle 20 Pokémon. Also kleine Entwicklungssession muss man machen, Glück sei an und entwickeln. Und erlaufe 5 Bonbons mit deinem Buddy. Was halt nur 5 Kilometer sind, wenn man ein 1 Kilometer Buddy hat. Dann fünftens. Einen freien Raid Pass. Ein Glück sei. Saftig. 15 Beleber, die kannst du direkt wieder wegschmeißen. Ihr kennt meine Philosophie, zwecks Beleber. Und ich habe echt eine Menge rumheulen gesehen. Zwecks Ditto. Fang Ditto. Also, ich finde es kein Problem, Ditto an jeder Straßenecke. Läufst du eine Stunde auf und ab in Pasing, hast zwei, drei Dittos gefangen. 20 Mal Great werfen, auch kein Problem. Das ist interessant. Fange 10 Geister-Pokémon. Vor allem momentan läuft die Map nicht. Aber ich würde für sowas eigentlich auch nicht die Map verwenden. Am Abend kommen genug Geister. Shuppet kommt am Abend eigentlich immer sehr oft. Also, höhere Chance da. Und dann, sechstens, 6000 Sternstaub, 5 Sonderbonbons, saftig. Und dreimal Rauch. Level 25 muss man erreichen. 10 Raid-Kämpfe. Wie gesagt, mit diesem einen Trick, wo man immer verliert, kann man die 10 auch mit einem Raid machen. Aber ich würde dazu einfach eine kleine Raid-Tour machen. Und dann entwickle einen Carpador. Für manche, habe ich gesehen, ist das ein Problem. Ich habe gestern zum Spaß einfach mein erstes Shiny Gyarados entwickelt. Also ich habe da noch über 7000 Bonbons und noch ein paar Hunderte am Start. Also das ist kein Problem. Und siebtens, fang 50 Pokémon mit einer Berge. Problem ist das nicht, aber kostet halt Zeit. 50 Pokémon fängt man jetzt nicht so einfach in ein paar Minuten. Einmal Excellent Curve werfen. Okay. Und dann halt die Kanto-Medaille auf Gold. Das ist auch kein Problem. Und dann hast du Mew freigeschaltet. Nach 7 Sachen. Nach diesen 7 als Belohnung 8000 Sternstaub, 5 Hyperbälle. Die kannst du dann direkt für Mew verwenden. Und Mew kommt dann. Du musst nur diese 7 erfüllen und dann kommt Mew. Und dann 8, wenn du Mew gefangen hast, kriegst du 20 Bonbons noch oben drauf. Also das ist schon ein bisschen in den Arsch gesteckt.
und 10.000 Sternstaub, saftig und ein super Inkubator. Und das war's. So kriegt man Mio. Herausforderung? Meiner Meinung nach die schwierigste ist 10 Geister-Pokémon. Und dann die 10 Raids kosten halt Zeit. Man kann halt diesen Trick machen, aber bin ich jetzt nicht so der Fan von. Und ansonsten muss man halt ein bisschen Zeit investieren. Ich denke, heute Abend haben das sicher schon einige geschafft. Dann sehen wir auch mehr Infos zu Mew. Hat der immer 100%, hat der 100% Fangrate, gibt Shiny. Also lassen wir uns heute Abend überraschen. Ich habe natürlich auch ein paar wieder gesehen, die haben schwierigere Aufgaben gefordert. Zum Beispiel auch eins von den Aufgaben soll sein, erreiche Level 40 oder so, anstatt hier Minimum 25. Also zumindest 35 hätte ich mir gewünscht. Aber 40, naja. Aber das war's. Schreibt unten rein, wie weit ihr seid und was ihr denkt, ist die schwierigste Aufgabe davon. Und was ihr von den Belohnungen haltet. Denkt ihr, Mew ist zu schwer oder zu leicht zu bekommen? All das unten in die Kommentare. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Vor allem heute, da lade ich alles rund um die Quests hoch. Also checkt da alle Videos ab. Und folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.